Hallo Leute, Hallo. wir begrüßen euch zur ersten Wanderung in 2021. Wir sind hier im schön kühlen, kalten, ja, mit leichten Schneeflocken besetzten Hürtgenwald. Genau genommen auf der gegenüberliegenden Seite der Wehrbachtalsperre. Wir unternehmen hier eine kleine Wanderung schön durch den Wald. Wollen mal gucken, vielleicht noch an einem alten Schiefersteinbruch vorbei. Ja, mal sehen, was die Tour so bringt. Wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, kommt ein Stück mit. Das ganze zerklüftete Gebiet hier hinter uns, das alte Erzbergbau hier, Erzabbau. Hier kann man auch richtig viele dieser alten Pingen sehen. Ja, wobei das hier in der Region immer so ein bisschen schwer zu erkennen ist. Was ist Pinge, was ist Bombentrichter? Denn wir sind ja mal wieder im Hürtgenwald. Könnt ihr das sehen? Das ist eins dieser besagten Pingenlöcher hier direkt am Weg. Was ich leider noch nicht rausfinden konnte, was hier abgebaut wurde auf der Seite. Falls es einer von euch weiß, bitte gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Hier hat leider der Borkenkäfer überall gnadenlos zugeschlagen. Auch ganze Hügel kahl inzwischen. Ja, ist echt schade, aber ich kann nur hoffen, dass jetzt was Gescheites entsteht. Man behauptet ja, die Forstwirtschaft hat gelernt. Hier in diesen ganzen kleinen Schieferteifelchen könnt ihr schon sehen, dass wir uns diesem besagten Steinbruch, Dachschieferbruch langsam nähern. Mal gucken, ob wir den Aufgang noch finden. Und dann gibt es ein kleines Päuschen.
Jetzt erstmal leckeren Tee und ein bisschen die Aussicht genießen. Jetzt schauen wir uns im unteren Bereich des Buches noch ein paar alte Mauerreste an, die hier noch scheinbar, ja, ich denke mal, von den Werken, die hier zugehörten, übrig sind. Ja, und dann geht's weiter durch den Wald. Leute, wir sind zurück am Auto. Wir hoffen, die kleine Tour hat euch gefallen. Wenn ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.